Hallo meine Lieben, herzlich willkommen zu unserem Auswahlorakel heute. Und wir wollen mal schauen, du kannst entscheiden, entweder Option 1, 2 oder 3 oder alle drei Optionen. Es ist dir freigestellt, für welche Kartendecks sozusagen du dich entscheidest, okay? Option 1, Tigerauge. Option 2, der Frosch. Option 3, meine mexikanische Münze, okay? Ich fange schon mal an mit Option 1, Tigerauge. Du kannst das Video pausieren, falls es dir zu schnell gehen sollte, die Entscheidung, okay? Oder hörst dir einfach bis zum Schluss an. Wir schauen mal. Option 1. Wow. Vorsichtig, vorsichtig, vorsichtig. Fallstricken können nahen. Es kann sein, dass du vor einer Entscheidung stehst und du solltest nochmal echt alles überdenken, ja, bevor du dich einfach impulsiv irgendwie auf etwas einlässt. Alles, was mit einer Entscheidung zu tun hat, vorsichtig nachdenken, dich nicht beirren lassen. Es gibt Falschheiten in deinem Leben. Durch außenstehende Personen oder auch durch falsche Gedanken. In Option Nummer 1 heißt es, vorsichtig zu sein. Es gibt etwas, was beachtet werden darf, etwas, was in die Klarheit kommen darf und etwas, was vor allen Dingen für dich mit Sicherheit zu tun hat. Vorsichtig, 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 okay? Option 2, der Frosch. Was ist die Message für dich? Wow, die Magie, die Leidenschaft, die Inspiration. Solltest du dich für Option 1 entschieden haben und hörst Option 2, sobald du eine Entscheidung triffst, wie auch immer, die zu deinem Gunsten ausfällt, fängst du an, neue Lebenskraft zu kriegen, mehr Klarheit, mehr Ausstrahlung, es fließt besser. In Option 2 heißt es, gebe nicht auf, sondern du hast die Fähigkeiten, alles in deiner Realität zum Positiven zu verändern, wenn du das zulässt und möchtest. Lass dich nicht beeinflussen. Option Nummer 3, meine mexikanische Münze. Was geht ab? Ja. Und auch hier, ihr seht, die ganzen drei Karten stehen in Verbindung. Hier geht es um Gefühle, um Menschen, um Liebe, um Verbindungen, aber auch um die Entscheidung. Jede Entscheidung, die dein Herz berührt, jede Entscheidung, die du selber spürst, die die richtige ist, wird dir gut tun. Entscheide aus dem Herzen heraus, aber vergesse nicht, die Vernunft auch mit einzuplanen und du wirst wundervolle Momente erleben, auch in Bezug auf die Liebe, weil es wird alles einfacher, schöner und super erfolgreich, wenn du die richtige Entscheidung triffst. Leute, ich wünsche euch alles Liebe. Danke für eure Likes, für eure Abos, für eure Kommentare. Private Legung, schreibt mich an. Einen Termin für Januar habe ich nochmal freigesetzt, okay? Obwohl ich alle Termine schon zu hatte. Auch für eine zielorientierte Therapie kann ich noch einen Termin locker machen. Notfall-Express-Legungen, wenn es ein ganz dringender Fall ist, schreibt mich an. Dann versuche ich dir sofort noch am gleichen Tag eine Legung einzuräumen für 30 Minuten. Brauchst du eine Wegöffnung, eine Reinigung, ein Ritual, okay? Beladungen von Fremdenergien, narzisstische Beziehungen, Befreiung generell, schreib mich an, auch dort helfe ich dir sehr gerne. Von mir aus alles Liebe und wir hören uns. Bye!